from the southern tip of South Carolina, EA Sports proud to welcome you to Hilton Head Island and the world-renowned Harbortown Golf Links. Rich Lerner joined up in the booth by Frank Navolo. Frank, there's nothing like an early tee time to get the adrenaline flowing. And also, too, you know, the golf course is perfect. You know, less divots. You don't see any sort of marks on the green. Greens are going to putt beautifully. And there's also, you know, there's the course is a little bit softer. It's got the moisture from overnight. And also, you know, when they've cut the golf course, there's that really green, fresh smell, like it's brand new. Ja, servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder hier zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour. Das Masters ist vorüber und es gibt, so finde ich zumindest, einen würdigen Sieger mit Jon Rahm. Ja, und nach dem Masters ist er bekanntlich vor dem Masters. Das heißt, wir haben jetzt jede Menge Wochen, Spielwochen noch bis zum nächsten Masters, aber es ist nicht mehr so lange hin bis zum nächsten Major. Wichtig ist aber, wir müssen ein bisschen im Spiel bleiben. Jetzt findet statt vom 10. bis zum 16. April die RBC Heritage. Und das ist auch ein ganz tolles Turnier. Und zwar findet es in South Carolina statt, in der Nähe von Hilton Head Island auf dem Harbortown Golfplatz, Pete Dye Platz, den er zusammen mit Jack Nicklaus hier entworfen und gebaut hat. Und man kann es schon wieder sehen hier auf der linken Seite, so typisch Pete Dye sind die Wasserhindernisse, die Wasserläufe, die dann eben auch mit so Pollern entsprechend, mit Holzpollern eben auch abgegrenzt sind. Wir spielen ein Par 71 mit rund 7.100 Yards, das sind also knapp 6.400 Metern. Und Titelverteidiger bei der RBC Heritage ist Jordan Spieth, der letztes Jahr also hier gewonnen hat. So, wir tun jetzt einfach mal so, als hätten wir hier tatsächlich die Tourkarte und würden hier heute eine Einspielrunde spielen auf diesem tollen Platz. Das heißt Einspielrunde, wir machen ganz normales Zählspiel und werden hier 18 Loch spielen. Und auch das Besondere an diesem Platz ist der Wasserturm, den man schon da hinten auch sehen kann. Dieser blaue Wasserturm hinter der Spielbahn. Und das andere ist, ihr seht es rechts oben im Logo, natürlich an der 18, der Leuchtturm, auf den man dann eben zuspielt bei Harbortown. Okay, Freunde, wir spielen heute ja wieder im Modus Pro. Denn wir haben ja unseren Caddy dabei und der wird uns natürlich helfen, hier diesen Platz hoffentlich gut zu spielen. Man muss auch ganz klar sagen, ihr seht es bereits hier an den Bäumen, dieser Platz ist nicht leicht zu spielen. Hier muss man schon sehr clever spielen, denn hier der nächste Schlag, wenn wir hier links liegen, dann müssen wir hier um die Bäume rum. Also hier muss man sehr strategisch und vorausschauend spielen, die Bälle eben entsprechend ablegen. Und das werden wir jetzt gleich mal hier versuchen, indem wir den Ball mit einem leichten Fade reinspielen und damit er hoffentlich dann nach rechts rüberläuft. So. Gut. Also, dann wünsche ich uns hier auf den Front Nine ein schönes Spiel. Und seid nicht irritiert, wenn da rechts oben Woods steht. Es ist natürlich nicht Tiger Woods, ich nenne mich Pepper Woods hier. Und das ist, wie gesagt, meine Spielfigur, mit der ich dann auch in Kürze ja den Karrieremodus beginnen möchte. Und ich schaue jetzt, will einfach mal sehen, wie er mittlerweile schon drauf ist. Also, schönes Spiel in Harbortown. So, der Ball rollt hoffentlich ein kleines bisschen nach rechts. Ja, aber er liegt mir ein bisschen zu weit links. Wir müssen mal schauen, wie wir hier durch den Baum kommen. He's in a good spot, 126 yards left to the flag and the pin on the left portion of the green. Ja, wenn ich das richtig sehe, müssen wir durch den Baum spielen. Ja, wir kommen am Baum vorbei. Ja, aber wir nehmen höchstwahrscheinlich sind wir kürzer? Ah, okay. Mit dem Neuner will er, dass wir einen anderen Schlag spielen. Approach.
Okay, Approach, Eisen 9 ist zu viel. Okay, wir versuchen es mit diesem Schlag. Der sollte eigentlich wenig Spin haben und uns den Ball hier zum Liegen bringen. Oh ja, wir haben die Äste gehört. Ja. Okay. That's got to be disappointing. Good line in the fairway and the approach winds up in the bunker. Ja, das ist eben der Punkt, wo man dann ein bisschen hofft, dass man eben ja, durch die Bäume durchkommt oder durch die Äste, dass man da die Lücke findet. Okay, Bunkerschlag. Dann lernen wir auch gleich mal hier die Bunker kennen. So, wir nehmen den Blast. Das heißt, da haben wir wenig Spin drauf. Das heißt, der muss ein bisschen rollen. Okay. Und er wird ein bisschen, denke ich, nach links rollen. Sehr schön. Oh. Warum haben wir den so weit nach links rübergezogen? It's only the first hole and the touch, as we can see, is sadly lacking. So, den Chip will er machen. Chip bedeutet ein Drittel Roll und zwei Drittel. Ein Drittel Flug, zwei Drittel Roll, so wäre es richtig. Ja, dann schauen wir doch mal, ob wir den Ball hier ablegen und ob er tatsächlich dann rollt. So. What a save there. This hole was trouble all the way through, but that one in the hole from off the green to somehow salvage a par. Amazing. Here's a chance to make a birdie early in the round. Second hole at Harbour Town is a relatively short par 5 at a little more than 500 yards. Again, the key, and this is the case all over the golf course, you have to put your tee shot in the right spot, and here it is on that left side of the fairway. Ja, das nenne ich doch mal ein gutes kurzes Spiel. Das hat funktioniert. Von außen einchippen heißt schon mal wieder in der Statistik keinen Putt gespielt. Gutes Up and Down, wie man so schön sagt. Wir haben das Green verfehlt und haben trotzdem noch das Paar gespielt. Wunderbärchen. So, wir schauen wieder mal. Was haben wir hier? Ein Paar 5. Hier gilt es natürlich auch im Prinzip eher links zu bleiben, um dann eben hier sauber in die Spielbahn hereinzukommen. Aber wir werden jetzt mal einen geraden Schlag machen und dann schauen wir mal, wie weit er rollt. Na ja, gerade hätte er sein sollen, aber ich glaube, er fliegt nach links und da haben wir wieder Trouble. And that one ja, tendenziell. So, tendenziell hucke ich ein bisschen den Ball. Ja, da brauchen wir natürlich nicht. Nein, Freunde. So, Eisen 3 und wir versuchen hier einfach nur. Ja, okay, das Problem, das ich jetzt, oder die Herausforderung, die sich jetzt für uns darstellt, die Fahne steckt auf der rechten Seite. Das ist übrigens die Freitags-Pin-Position, die ich eingestellt habe. Und wir spielen natürlich von den Schwarzen, von den Profi-Abschlägen. Wobei ich das interessant finde, dass hier immer die schwarzen Abschläge vorgegeben werden und meines Wissens müssten eigentlich die Herren von Weiß spielen. Naja, okay. Wir nehmen es einfach mal so hin. Wie gesagt, die Herausforderung ist 140 Yards. Da müssten wir eigentlich ohne Probleme drüber kommen über den Baum. Yep. Eisen 3. Aus dem Bunker. Er will einen Punch. Wieso will er einen Punch? Okay. Nee, wir gehen noch mal. Eisen 3, okay. Gut, dann versuchen wir es doch mit dem Eisen hier und mit einem Approach. Der müsste uns doch eigentlich hier durchbringen. Sehr schön. Naja, gute Balllage, keine Bunkerkante, dann kann man eigentlich einen normalen Schlag machen.
Okay, that's a good. Und dann sind wir auch wenigstens am Baum vorbei. Into the fairway, get some distance if you can, and get set to try and make a good third on this par 5. Okay. Er will wieder pitchen. Das können wir gerne tun. So, wir versuchen es mit diesem Schlag, weil der soll den hoffentlich zum Liegen bringen. Nochmal schauen. Okay. Wer sollte wenig Spin haben? Ja, ist natürlich klar, 60er Wedge, da kriegt man jede Menge Spin drauf und deswegen wenig Spin heißt, dass er nicht stark zurückrollt. Gut. Jetzt dürfen wir putten. Ist eigentlich ein verhältnismäßig leichter Putt, nur ein kleines Break von links nach rechts. Aber der läuft vorbei. Da haben wir zu hoch angehalten. So. Das lag jetzt nicht am Caddy und an der Einschätzung des Grüns, sondern da haben wir schlicht und einfach schlecht. Aber ein Paar ist hier auf jeden Fall gut. Trees lining both sides of the fairway, so a straight tee shot is imperative. More bogeys than birdies here, so most players are happy with a par. So, 438 Yards, also knappe 400 Meter, ein Paar 4. Auch hier gilt es, den Ball ja etwas mehr rechts in die Spielbahn zu bekommen. Wir versuchen auch hier erstmal mit einem leichten Fade, das ein bisschen nach rechts rüberrollt. So, okay. Ja, diesmal nimmt er den Fade an. No issues here. That sehr is gut. Into the fairway. So, 440 Yards, 167. Ja, dann hat er ja doch ordentlich abgeschlagen. Eisen 7 schlägt mir mein Caddy vor. Mit dem Eisen 7. Okay, das Grün ist relativ eben, nicht stark onduliert. Okay. Wir versuchen ihn auch hier wieder zum Liegen zu bringen. Aber ein bisschen, genau. So. Ja, der geht ein bisschen rechts weg, aber das sollte kein Problem darstellen. Er wird auf dem Grün bleiben. Sehr gut. Gute Distanz. Good shot. Safely on the green and a birdie chance. Ja. Das würde ich jetzt eine Birdie-Chance nennen. Außer wir schieben ihn natürlich wieder mal vorbei. Aber rechte Lochkante müsste eigentlich passen. Aber nicht zu schnell, damit er das Break. Sehr schön. This is vintage Pete Dye, isn't it? Risk and reward, 200-yard par 3, fourth. Obviously, you need to carry that water hazard running the entire length of this hole. You're going to miss. You miss right. You don't want to miss it short or long, that's for sure. And that's where the Gators are waiting for some golf balls.
Ja, wie schon der Kommentator auch sagt, hier sieht man ganz deutlich eben die Handschrift von Pete Dye. Das ist hier ganz, ganz typisch, diese Wasserbahnen bzw. Spielbahnen mit Wasser links oder rechts und dann natürlich hier diese Holzplanke. Und ich persönlich bevorzuge das auch. Ich finde das sehr, sehr gut, weil hier ist ganz, ganz klar, liegt der Ball im Wasser oder nicht. Das Problem sind immer solche kleinen Böschungen wie hier drüben. Da muss man da immer die Bälle suchen, weiß nicht, ist er reingerollt oder nicht. Aber hier, das ist eine faire Geschichte. Hier weiß ich sofort, liegt er im Wasser, kann ich ihn spielen oder kann ich ihn eben nicht spielen. So, das Grün als solches scheint nicht schwierig zu sein. Es ist relativ fair. Wir schauen eben, dass wir uns hier halten. Und wir müssen natürlich gucken, ob wir dann auch drauf kommen, nämlich Carry. So, wenn ich ein Eisen mehr nehme, so, Eisen 4, dann kommen wir da hinten in den Bunker. Eisen 5 schlägt er mir hier vor, um den Ball auf zum Liegen zu bringen. So, wir wollen auf jeden Fall sicher gehen und bringen den Ball hoffentlich hier zum Liegen und versuchen einfach mit etwas weniger, ja, ich sag mal 90% zu spielen. So. Okay. Ja, das hat nicht geklappt. Und jetzt ist die Frage, bleibt er liegen? Oh, der rollt kräftig durch. Naja, okay, er legt den Bunker. Das ist immerhin besser zum Spielen, als wenn er im Raff liegt. So, jetzt wird es natürlich interessant, weil wir haben hier vorne. Hier vorne geht es natürlich ein bisschen runter. So. Ja. Okay. Ja, mein Spieler ist noch nicht entwickelt, deswegen haben wir natürlich nicht den Bunkerschlag mit Spin. Deswegen müssen wir hier den Blast spielen und da wird der Ball rollen. Natürlich besteht jetzt die Gefahr, wenn es dumm läuft, dass dieser Ball uns hinten rausrollt. Aber nun gut, wir sind hier zu einer Einspielrunde. Wir wollen ja den Platz kennenlernen, wir wollen wissen, was passiert. Und deswegen machen wir das. Jetzt bin ich mal gespannt, weil vorhin hat man den Fall, dass der doch ziemlich weit nach links geflogen ist. Ja, jetzt fliegt er komischerweise nach rechts. That's out of the bunker, but it does not find the green. It's into the rough. Gut erkannt. Okay. Haben wir da jetzt einen Free Drop gekriegt, weil wir eben an der Bekante lagen und nicht schwingen konnten. Okay. So, was bietet er uns an? Einen Pitch. Okay, dann pitchen wir den Ball. Ja, ein bisschen mehr. Okay. Wir haben natürlich dann eine Rough-Lage. So. Und das bedeutet wenig Spin auf dem Ball. Er wird natürlich ein bisschen mehr rollen. Ja, da können wir nicht zufrieden sein. Aber der Fehler war natürlich der erste Schlag und natürlich der zweite. So. Jetzt müssen wir schauen, dass wir natürlich den Schaden wieder ein bisschen begrenzt halten. So, vorhin ist er uns drüber gelaufen. Ja, der nimmt Spray Gun. Sehr gut. The fifth hole at Harbortown is the second of the three par fives at 549 yards. A good drive should leave players with the chance to try and reach this green in two, but one larger and one smaller bunker protect the left side of this deep but narrow green. Ja, ihr habt auf der rechten Seite diesen Bunker gesehen mit dem kleinen Grün drin. So ein kleines Inselchen. Auch was Besonderes. So.
Ja, wieder ein Par 5. Der Wind kommt von rechts nach links. Wir können natürlich jetzt versuchen, mit einem Draw dafür zu sorgen, dass der Ball hier die Spielbahn runterläuft in den Knick rein. Dadurch machen wir auch noch mal ein bisschen extra Länge. Wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen. Kräftigen Draw und ab geht die Post. Ja, er nimmt es etwas an. Zack. Okay. Bleib liegen. Okay, er liegt im Fairway. Kann man mit zufrieden sein, kann man mitarbeiten. 276 Yards jetzt für den zweiten Schlag. Das ist ordentlich. Das wird ein schöner Transportschlag und mit ein bisschen Glück haben wir vielleicht die Option, dass er uns aufs Grün rollt. So. Es liegt nichts im Weg, wir müssen nur über den Bunker kommen. Dann schauen wir mal, wie gut wir mit einem Holz 3 vom Fairway sind. Er geht leicht nach links. Und rollt hoffentlich nicht in den Bunker. Nein, er rollt aus ins Vorgrün. Not sure he got every bit of that three wood trying to get home to this par 5 in 2, but still in the ball game for a birdie. Ja, ist natürlich klar, wir haben noch nicht die entsprechende Power, um hier wirklich aus Par 5 Bahnen sozusagen Par 4 zu machen, um hier auf eine Eagle oder Birdie Chance zu spielen, aber wir können jetzt natürlich hier hervorragend ran pitchen. Das geht aber ein bisschen in den Hang. Das heißt, er müsste eigentlich etwas verlieren. Und dann können wir ja immer noch hoffentlich das Birdie spielen. Schauen wir mal, wie sich das Ganze verhält. Er müsste ein bisschen nach links gehen. Ja, lauf, 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 lauf. Sehr schön. Ich denke, da haben wir hier eine vernünftige Birdie-Chance uns herausgespielt. So, dann können wir uns den Schlag doch hoffentlich gleich wiederholen, den wir gerade verloren haben. So, er sagt mir hier, dass es angeblich... Kommt mir ein wenig komisch vor, weil das Raster zeigt eigentlich so gut wie kein Break an. Okay, ja. Good work from off the green, and that's how you walk away with a birdie here at the par 5. Another hole. Ja, da würde ich doch sagen, das ist ein ordentliches Ergebnis. Will be rewarded this par 4-6, that 419 yards. Get it in the right spot, and you can make a birdie here. Ja, da sehen wir auf der linken Seite den Baum mit dem Ast. Je nach Pinposition kann das eine ganz, ganz gefährliche Geschichte sein. Und das heißt, da müssen wir dann auch eventuell mit Kurven arbeiten. So, die rechte Seite hat Wasser, die rechte Seite hat auch Bunker. Ne, man sieht es auf der Seite hier. Hier haben wir erstmal einen Bunker, der den Ball fangen soll. Und da hinten haben wir Wasser, aber da sollten wir erst gar nicht reinkommen. Okay, Drive. Auch hier würde sich anbieten, jetzt eigentlich mit einem leichten Fade hier reinzugehen. So. Okay. Let's go. Er nimmt den Fade an. Sehr schön. And that will do just fine. 260 Yards Carry. Das ist okay. Walking the course today, let's bring in Nota Begay the third. He's got 115 yards to the front. 145 to the hole. Pin is in the far back portion of the screen. Okay, damit haben wir wenig Spin. Eisen 8. Wenig Spin. Die Alternative ist ein Eisen 9, aber da werden wir dann Spin drauf kriegen. Deswegen werden wir mit dem Eisen 8 schlagen und den Finesse-Schlag durchführen. So. Auf der Linie ist er und jetzt sollte er
Yep. That's a good shot. Fairway hits green in regulation. So birdie chance. Ich hätte es nicht besser sagen können. Dankeschön. So, jetzt haben wir aber natürlich einen schwierigen Putt. Einen sehr schwierigen Putt. Es geht bergab. Deswegen hier ist der Marker auch noch vor der Bahn. Also vor dem Loch. So. Jetzt kann man natürlich hier ein bisschen rangehen und dadurch versuchen, ungefähr besser die Startlinie, die Startrichtung für unseren Putt herauszufinden. Aber ja, wie gesagt, er wird durch den Berg ab. Ja, wir werden es so versuchen. Nein, das war ein bisschen zu viel. So, was bietet er uns an? 5 Fuß. Ja, da müssen wir auf jeden Fall rechte Lochkante, hätte ich gesagt. Okay, that one cleaned up without any issue, and that is a par. On to the 7th at 195 yards. This one of the tougher par 3s on the course. The water shouldn't be a big issue. We're pressing those two giant trees that serve like sentries at the front of the green. Any ball that gets hung up in there could very likely come down in that bunker that encircles about 90% of the green. Yeah. Also man sieht es hier, das ist eine ziemlich große Bunkerlandschaft hier um das ganze Grün herum. Eine spannende Geschichte. Und wir haben natürlich hier die Herausforderung, dass sich Bäume, und je nach Pin-Position kommen natürlich diese Bäume hier ums Grün herum, mehr oder weniger natürlich ins Spiel. So. Wir werden trotzdem den Ball, weil die Fahnenposition ist eigentlich okay, wir werden hier versuchen, auf die Seite zu kommen, zu landen. Eisen 5 hat natürlich keinen Spin. Deswegen spielen wir mal ein Eisen 6. Der müsste dann ausrollen. Wird aber dann vom Stock wegrollen. Deswegen versuchen wir das Ganze mit einem leichten Fade zu spielen. So, dann drückt es ihn hoffentlich beim Landen, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, gegen die abfallende Seite. Oh ja, das war ein bisschen zu viel. Oha, ich ahne Schlimmes, ich ahne Schlimmes. Herzschlagmoment in EA Sports PGA Tour. Ah. Schade, schade, schade. Ach, da dachte ich doch tatsächlich jetzt schon, das wird das erste Hole in One. Aber nichtsdestoweniger, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht mit unserem Shot-Type und mit unserer Schlägerwahl. Und insofern haben wir uns dieses Birdie verdient, hoffe ich doch. Sehr gut. On to the number one handicap hole here at Harbortown, and fittingly, the one considered the most difficult, the par 4 8th at 473 yards. Overzealous golfers could run out of fairway when using the driver, but the approach to a narrow green with a long bunker left and water makes the second shot one of the most harrowing on the course. Yeah. Also hier muss man natürlich auch schauen, dass man auf der rechten Seite bleibt, damit man dann einen guten Winkel ins Grün hat. So, hier drüben gibt es ein bisschen Wasser, aber das sollte normalerweise nicht ins Spiel kommen. Und da vorne sehen wir eben auch diese klassischen Pit Dye Bunker, diese langgezogenen, schmalen Bunker, die aber zumindest verhindern sollen, dass der Ball ins Wasser rollt. Ja, dafür sind die da, die sollen dann eben den Ball aufhalten, dann wird es nicht ganz so schlimm. So, wenn man eben einen Fehlschlag gemacht hat. So, also spielen wir den ohne Kurve einfach mal hier rein oder drohen wir ihn, damit er ein bisschen länger wird. Ja, wir sind ja schließlich hier, um ein bisschen Spaß zu haben. Also versuchen wir einen Draw. Ja,
Er nimmt den Draw an, die Flugkurve ist gut. So, 257 Yards, Carry und 275 dann in der Summe. Par 4 und wir haben jetzt noch, ja, fast 180 Meter. Langgezogenes Grün. Wir spielen das Grün eher auf der rechten Seite an. Approach mit Eisen 4. Das heißt, da haben wir überhaupt gar keinen Spin drauf. Eisen 5. Eisen 6. Der Wind geht ein bisschen, hilft uns ein bisschen. So, auch hier gilt einfach mal erstmal das Grün treffen. Ja, geht leider ein bisschen rechts, aber das tut nicht weh. Green in regulation. Well, not as close to the pin as you'd like, but when you find greens in regulation on a regular basis, you're going to have a chance. Sehr schön, jetzt sehen wir auch mal unseren Caddy, wie er uns jetzt sagt, Entfernung und die Breaks. Dafür ist er ja schließlich da. Dafür wird er ja bezahlt, dass er uns unterstützt. Denn der Caddy ist der einzige, ja, mit dem wir uns beraten dürfen, was das Spiel angeht. Insofern muss man auch immer sagen, ist das ein Team? Mehr oder weniger? Es gibt ja Spieler auf der PGA Tour, die sozusagen ja den Caddy überhaupt nicht um Rat fragen. Und andere Spieler sind natürlich sehr, sehr froh, wenn jemand dabei ist, der ihnen hilft. Ich persönlich freue mich eigentlich auch immer, wenn jemand dabei ist, den man einfach mal was fragen darf oder seine Einschätzung und den Rat dann eben auch hört, was man machen soll. Ich finde das immer ganz gut, vor allen Dingen dann, wenn man sich, sage ich mal, eine Bestätigung für seine Idee holen will, dann ist es immer eine ganz, ganz gute Sache. Also wie gesagt, so ist das beim Golf. Der Caddy ist ein ganz, ganz wichtiger Mann und natürlich mit seiner Erfahrung unschätzbar, der einfach dann solche Plätze schon mal gespielt hat, gerade für junge Spieler. Sehr hilfreich, hier erfahrene Caddies an der Seite zu haben. Oder wie man so schön sagt, an der Tasche. Gut. Wir müssen uns jetzt wirklich Gedanken machen, weil das wird ein richtig langer Putt. 52 Fuß, das ist ordentlich. Wir haben aber zum Glück noch wenig Break. Aber wir müssen den Berg hochspielen. So, in so einem Fall gilt eigentlich immer die Regel Länge vor Richtung. Das heißt, wir versuchen wirklich den Ball hier dicht an den Stock zu spielen, damit wir dann für den zweiten Putt ja hoffentlich nur einen Tap-In haben. So, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Nein. That is something special right there. From that far away, to gauge that speed, that is so well done. Ja, so sehe ich das auch. Mit dem Putt kann man wirklich mehr als zufrieden sein. So. So that was much easier than it could have been. Just the tap in for par after a terrific putt prior to that. We wrap up the front nine here at Harbortown with the 332-yard par 4 ninth. What this hole lacks in distance, it makes up for by forcing golfers to be strategic off the tee. A large bunker prevents tee shots from running on, so best to lay up short and take a wedge into this boomerang-shaped green. So, wir kommen zur letzten Spielbahn der Front 9 und bevor wir abschlagen, möchte ich ganz kurz auch wieder auf eine Zuschauerfrage eingehen, weil man mich gefragt hat, wer denn zum Beispiel so meine Favorite Players sind, Spieler sind. Das darf ich gerne auch sagen hier. Also, es ist unterschiedlich. Es hat immer ein bisschen was zu tun natürlich, wie die Leute spielen. Es ist natürlich ganz, ganz klar, Tiger Woods, der 10 Jahre lang die Golfwelt dominiert hat, der 10 Jahre lang die Nummer 1 war, ist natürlich überragend, gar keine Frage. Dann natürlich ein Phil Mickelson, das ist der Gott, was das kurze Spiel angeht. Also, wenn ihr da was lernen wollt, schaut euch an, wie Phil Mickelson das macht, wie Lefty die kurzen, alles ums Grün herum spielt, das ist einfach toll. Jemand wie Martin Keimer, den mag ich besonders, weil er ist so, ich sag mal, ausgeglichen. Bei ihm sieht man wenig Reaktionen auf der Runde, weder ins eine, also in die eine Richtung, noch auf die andere Richtung, positiv oder negativ. Das heißt, er ist einfach
Ja, der introvertierte, der ruhige Spieler, der halt dann auch eben akzeptiert, wenn es Fehlschläge gibt. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem John Rahm oder Ian Poulter. Das waren Spieler oder sind Spieler, die doch, da kann schon mal auch ein Schläger fliegen. Rahm ist da deutlich ruhiger jetzt auch geworden. Aber das sind so Situationen eben, wo wirklich dann die Menschen impulsiv sind. Auf jeden Fall. Und wer mir auch natürlich als Golfer sehr, sehr gut gefällt, das ist natürlich Scottie Scheffler. Einfach aus dem Grund, weil der scheint ja völlig natürlich, völlig normal in Anführungszeichen geblieben zu sein, trotz seiner vielen Erfolge. Ja, und das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr sympathisch. Ja, und wer fällt mir da auch noch ein eventuell? Ich überlege. Ja, dann natürlich so jemand wie zum Beispiel Matthew Wolff, der halt einfach einen ganz speziellen Schlag oder einen Schlagstil hat. Er immer mit seinem Auftakt, Knicknack mit dem linken Knie. Also das ist schon sehr, sehr extravagant. Aber da sieht man eben, man muss nicht Golf immer aus dem Lehrbuch spielen, sondern wichtig ist doch letztendlich, dass man seine Schläge wiederholen kann, dass man den Ball trifft, der Kontakt da ist. Und wenn man das Ganze eben steuern kann, dann gibt es hier keine B-Noten oder irgendwas. Wie heißt es immer so schön? Ne, es gibt keine Bilder auf der Scorekarte. Im Endeffekt zählt ja nur, wie man den Ball dann auch dorthin befördert, wo man ihn haben will. Und da ist letztendlich Matthew Wolff ein Beispiel dafür, wie es doch dann auch manchmal nicht nach Lehrbuch funktioniert. Okay, das wollte ich mal ganz kurz so zwischen reinschieben, weil es eine Zuschauerfrage von euch war. Und ich lese ja die Kommentare immer gerne. Und ich freue mich auch sehr, sehr, denn ihr nehmt das ja alle sehr freudig hier entgegen. Und das gefällt mir. Ich bedanke mich auch an der Stelle nochmal, wie gesagt, für eure Kommentare, für eure Likes. Und heiße recht herzlich die neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Willkommen. Okay, wir gucken mal. Die neuen 319 Yards, das ist eigentlich ein relativ kurzes Par 4, aber ja, nicht drivable, wie man so schön sagt, denn wir haben die Bunker vorm Grün und da kann man den Ball nicht reinrollen lassen. Die Frage ist also, muss man das Risiko eingehen, 239, dann haben wir hier noch ganz knappe 80 Yards. Das ist also ein Wedge ins Grün und deswegen werden wir hier versuchen, oder mit dem Eisen 3, dann haben wir hier noch knapp 100 Yards. Aber das Eisen 3 sollte eigentlich ein relativ vernünftiger oder safe Schlag sein und deswegen müssen wir da eigentlich gar nicht so viel riskieren. Also gut. Ja, geht ein bisschen nach links. Aber er springt zum Glück. Gut. Smart play there, going with the iron off the tee. Should be able to spin this if he wants. 96 yards left for his second. Ja, jetzt haben wir natürlich den Effekt, dass wir doch besser auf der rechten Seite bleiben. Ja, aber ob wir da mit dem Wedge hinkommen. Approach heißt, er müsste eigentlich ziemlich spinnen. Aber spinnt er dann nicht uns vom Grün? Wir werden es nicht wissen, wenn wir es nicht probieren. Ich versuche es hier ein bisschen auf der Seite. In der Hoffnung, dass wir hier am Baum vorbeikommen. Okay. Ja, wir sind am Baum vorbei. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er zurückkommt. Ja, nur ganz, ganz wenig, aber das passt. Good shot inside 20 feet, I would imagine. So a good chance, really outside chance for birdie. Ja, also vom Putt her müssten wir. Er geht erst ein bisschen nach links, dann geht er wieder nach rechts. Also ich würde sagen, hier linke Lochkante müsste es eigentlich sein. So. Wir müssen ihm natürlich... Ah, es geht ein bisschen bergab, jetzt sehe ich es erst. Okay. Wenn wir natürlich zu schnell sind, nimmt er das Break nicht an. Oh, über die rechte Lochkante reingefallen. That's gonna be a 3 under 33 on this front side.
We head back out from the clubhouse to start the backside, beginning here with a 451-yard par 410. Anything left could very well wind up in that lagoon, but anything on the fairway could lead to an under-par start to this second nine. Ja, und die Second Nine, die gibt's dann im nächsten Video, denn wir spielen immer Front Nine und Back Nine getrennt. Hier auf Harbour Town in Hilton Head Island, South Carolina, wo jetzt am Wochenende die RBC Heritage stattfindet und Jordan Spieth der Titelverteidiger ist. So, ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wir hatten auch einen kurzen Herzschlag-Moment, wo wir beinahe ein Hole-in-One gespielt haben oder hätten. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Zeit und wünsche euch ein schönes Spiel und ich hoffe, wir sehen uns auf den Back Nine wieder. Bis dann!